Tierärzte, Orks und eine fliegende Schildkröte. Das ist Gauranger. Herzlich willkommen zu dem Format, wo wir uns die ersten Folgen von einem Tokusatsu ansehen und ihr meinen ersten Eindruck von dieser Serie erfahrt. Das letzte Mal haben wir über Winspector gesprochen. Lasst uns heute also mal weg von Polizei und Verbrechen gehen und heute mal auf die Serie Hyakuju Sentai Gauranger aus dem Jahr 2001 blicken. Worum geht es? Der Tierarzt Kakeru hat eine ganz besondere Verbindung zu Tieren. Er kann tief in ihre Herzen blicken und so zum Beispiel einen entlaufenden Elefanten beruhigen. Das macht ihn zum perfekten Mitglied einer Kampftruppe mit Namen Gauranger, die auf der Suche nach einem fünften Mitglied ist. Also lauern sie ihn auf und entführen ihn auf eine fliegende Insel, dem Animarium, auf dem gigantische mechanische Tiere hausen. Vom Löwen erhält Kakeru ein Gau-Juwel und von der Priesterin Tetume erhält er ein Klapphandy, mit dem er mit den anderen zusammen die Orks bekämpfen soll, die durch die zunehmende Umweltverschmutzung wiedererwacht sind. Als Kakeru sieht, wie viel Leid die Orks in der Natur anrichten, fasst er sich ein Herz, verwandelt sich und schließt sich den Gauranger im Kampf gegen die Orks an. Was fällt auf? Gauranger ist die erste Super Sentai Staffel des Jahrtausends und trumpft mit einigen Neuerungen auf. So ist die Staffel dafür bekannt, die ersten voll animierten Roboter zu haben, was aber nur so halb stimmt. Im Grunde sind nur die Tiere animiert. Die zusammengefügten Roboter sind immer noch Menschen im Gummianzug. Im Grunde hat man sich nur den Bau von Animatronik-Tieren gespart. Das ist besonders schade, weil jedes Power Animal nur 1-2 kleine Animationen bekommen hat. Das wird beim Gucken mit der Zeit einfach ein bisschen anstrengend, immer wieder dieselben Shots zu sehen. Dafür muss ich aber auch sagen, sind die Designs von den Tieren und von den Mechas irre schön gestaltet. Was auch sehr schön geworden ist, sind die Anzüge der Ranger-In. Ich mag diesen minimalistischen Stil, besonders von den Helmen. Die Charaktere bekommen am Anfang sehr viel Fokus durch so Füllepisoden, die oft auch mit der Suche nach einem neuen Tier verbunden ist, und das ist eigentlich ganz nett. Keiner der Charaktere ist besonders anstrengend oder fällt negativ auf, aber viel Tiefe erhalten sie alle irgendwie nicht. Das kann sich aber mit der Zeit noch ändern. Mir sind persönlich Gau White als Martial Artist und Gau Red als sympathischer Tierarzt sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Wenn wir schon mal bei den Namen sind, die Charaktere sprechen sich durchweg nur mit ihren Ranger-Innen-Bezeichnungen an, was ich in keiner Sentai-Serie so konsequent gesehen habe wie bei Gauranger. Kakeru wird kaum Kakeru genannt, sondern immer nur Gau Red oder Red. Ich musste für dieses Video hier extra die Namen nachschlagen, weil sie in der Serie schlicht und einfach so selten vorkommen. Zentrales Thema bei Gauranger ist ja die Umweltverschmutzung und der Umgang mit Technik und Natur. Man merkt aber, dass diese Themen sich in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verschoben haben. Das Grundthema des Umweltschutzes ist aber grundlegend immer noch sehr aktuell und das ist sehr nett. Was weniger aktuell ist, ist einfach jede Form von Technik, die in Gauranger vorkommt. Aber ich denke mal, nach fast 25 Jahren kann man das durchaus verschmerzen. Gauranger lohnt sich sehr für die einzelnen Folgen und die Story nimmt sich gemütlich Zeit, um anzulaufen. Man kann sich also gut mit einer Packung Popcorn vor den Fernseher knuddeln und von der einen Folge zur nächsten gucken. Gauranger ist einfach irre entspannt. Ganz im Gegensatz zu der Super Sentai aus dem Jahre 2023, die einfach von Anfang an durchstartete. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, klickt mal links und wir sehen uns einfach dann das nächste Mal. Haut rein, bis denne, ciao.